Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ebenso kenntlich gemacht, dass derjenige, der von einer Sünde bereut, es ist so wie was? Wie als ob er keine Sünde gemacht hat. Derjenige, der von einer Sünde bereut, ist wie derjenige, der keine Sünde hat. Aber wir haben gesagt, von den Gründen für das schlechte Ende ist, dass du diese Reue aufschiebst. Dass du sagst, ich habe noch Zeit. Und das ist eine der gefährlichsten und größten Tricke von Iblis. Und wir sagen hier, Iblis kommt und flüstert dir ein, wenn du eine Sünde machst, du hast doch noch ein langes Leben vor dir und du bist 20, du bist 30, 25, du kannst noch bereuen. Außerdem, du machst diese Sünde doch sowieso wieder und wieder und wieder. Wenn du jetzt bereust, was machst du dann das nächste Mal? Sollst du dann wieder bereuen? Deswegen, irgendwann, wenn du 50 bist, wenn du 60 bist, dann bereue bei Allah subhanahu wa ta'ala und dann machst du die Hajj, dann sind deine Sünden vergeben. Und wenn du 50, 60 bist, dann fängst du an, in die Moscheen zu gehen, dann fängst du an, praktizieren zu werden. Aber jetzt bist du noch in der Blüte deines Lebens. Du bist noch 20. Ja? Jetzt kannst du noch Spaß haben. Jetzt kannst du noch sozusagen dein Leben in vollen Zügen genießen und das und das und das machen. Und wenn du 50, 60 bist, dann kannst du Allah subhanahu wa ta'ala, dann kannst du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch dieses Eilen zur Reue immer wieder anspricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und beeilt euch zur Vergebung eures Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht und bereut. Er sagt, beeilt euch. Ja, die macht schnell. Macht schnell diese Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Salaf, sie haben gesagt, wir warnen euch vor dem Bald. Was meinen sie mit diesem Bald? Sie meinen, dass eine Person dieses Wort benutzt. Bald mache ich Taube. Bald bereue ich. Und bald fange ich an zu praktizieren. Die Salaf haben gesagt, hütet euch. Wir warnen euch vor dem Sauf. Vor dem Wald. Denn dies ist die größte Armee von Iblis. Die größte Armee von Iblis ist dieses Wort bald. Du sagst, bald mache ich Tauber und bald höre ich auf mit dieser Sünde und noch ein, zwei, drei Mal, dann höre ich auf und nächstes Jahr, inshallah, mache ich die Umrah, mache ich die Hajj und dann fange ich an, richtig zu praktizieren. Das, wie die Salaf sagen, ist die größte Junud, yani die größte Armee von Iblis. Die größte Armee von Iblis. Und sie bringen ein Gleichnis. Sie sagen, derjenige, der eine Sünde macht und daraufhin sofort bereut, und derjenige, der eine Sünde macht und daraufhin sich Zeit lässt mit der Reue und sagt, ich habe noch Zeit, sind wie zwei, die in einer Reisegruppe reisen und an einem Dorf Halt machen. Und für einige Tage eine Rast einlegen an diesem Ort. Derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala sofort bereut, er ist wie derjenige, der ab dem Moment, wo sie die Rast beginnen, Sachen sucht, die er braucht für die Weiterfahrt, die er braucht für die Weiterreise. Und der daraufhin, nachdem er dieses Proviant hat, sitzt und bereit ist für die Weiterreise. Während derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bereut nach einer Sünde und sagt, ich habe noch Zeit, er ist wie derjenige, der ebenso mit dieser Reisegruppe an diesen Ort ankommt und sagt, morgen inshallah kaufe ich Proviant. Morgen inshallah kümmere ich mich um die Sachen, die ich für die Weiterfahrt brauche. Und daraufhin ruft der Führer der Gruppe, dass sie jetzt die Abfahrt antreten und dass sie weiterreisen. Und der eine ist was? Der eine ist bereit für diese Weiterfahrt. Und der andere, der sich Zeit gelassen hat, dieser bereut. Und genau so ist die Dunja. Genau so ist die Dunja, auf der du eine Zeit lang bist. Und der Tod, diese weite Reise, jeden Moment eintreffen kann. Entweder sorgst du dafür, dass du bereit bist für diesen Moment. Und dass, wenn der Moment eintrifft, du nichts bereust. Und du bereit bist. Oder du bist von denjenigen, die, wenn dieser Moment eintrifft, sie nichts vorbereitet haben. Und dann bist du von denjenigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sagen werden, oh mein Herr, bringe mich zurück, sodass ich rechtschaffende Werke mache, die ich unterlassen habe. Aber was sagt Allah subhanahu wa ta'ala?
Das ist jetzt zu spät. Du hattest deine Zeit. Und diese Zeit ist vorbei.